Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Lohnvlog. Ich habe genau noch eine halbe Stunde Zeit und dann bricht hier die Hölle über uns rein. Laut Regenradar fängt das in einer halben Stunde hier an zu gießen. So wie eigentlich jeden Tag. Also wir haben wirklich jeden Tag jetzt seit 3 Wochen jeden Tag Regen. Jeden Tag. Und so wohl auch wieder heute. Genau, und diese halbe Stunde wollte ich nutzen, um euch noch ein bisschen was zu zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier, wie ihr seht, schon mal die Fräse wieder hintergebaut in den Xerion, weil ich am Dienstag eine Baufeldräumung damit durchführe. Genau. Und da wollte ich jetzt gleich einmal mit euch ausprobieren, ob das alles funktioniert. Wie gesagt, Fräse ist ganz normal am Dreipunkt angehängt. Dann haben wir hier noch so einen vierten Punkt quasi, ne? Das ist so ein Oberlenker, der hier in der Halterung dran ist, die am Trecker dran ist. Und dieser Hebel hier führt das Getriebe nach. Das hier ist ja das Getriebe, das ist hier aufgehängt und ist schwenkbar. So, das heißt, selbst wenn ich die Fräse jetzt anhebe, normalerweise würde die Gelenkwelle dann ja sich mit Anheben der Fräse immer weiter neigen. Das heißt, die Gelenke, die würden sich dann halt ja zueinander verstellen im Winkel, ne? Und das wird hiermit verhindert, dass die Gelenkwelle immer schön gerade ist, dass die Kreuzgelenke hier nicht groß auf Winkel sind, sodass das schön materialschonend ist. Dafür ist dieses Ding hier da, um das Getriebe immer nachzuführen. Ja, dann haben wir hier einmal Hydraulikschlauch für die Klappe vom Rotor, einmal Hydraulikschlauch für die Walze hinten, Isobusanschluss, Steckdose für die Lampen, that's it. Frontgewicht ist auch wieder dran. Genau. Ach so, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Ja, es ist jetzt schon alles foliert hier. Mit meinem Firmenlogo und Nummer und Internetadresse. Das Ganze natürlich auch auf dem Trecker. Kann man das gut sehen hier? Ja, es geht. Und auf der Fräse hinten auch. Ja. Genau. So, Plan ist es jetzt, einmal die ganze Nummer laufen zu lassen, euch mal ja noch kurz die Isobus-Bedienung von der Fräse zu zeigen. Und ich wollte hier noch den Aufkleber hier anbringen. Das ist eigentlich vom Kart so ein, da kommen eigentlich die Zahlen rauf, diese Rennzahlen. Und das hatte ich überlegt, mir hier ranzukleben, weil ich gerne irgendwie einen Anhaltspunkt für die Tiefe haben möchte. Also wenn jetzt gesagt wird, arbeite 10 cm tief, ne, dann stelle ich das ja über die Walze ein. Genau, und da hatte ich überlegt, mir hier einen Aufkleber hinzumachen, so, wo ich dann halt hier Striche rauf mache, wo halt dieser Balken dann sein soll, für die Tiefenangabe. 10 cm, 20, 30, 40, das muss ich mal gucken, wenn ich da auf der Betonplatte stehe, die ist ja gerade, dass ich den Rotor dann auf den Boden setze und dann halt messe, den Abstand zum Boden. So 10 cm, 10 cm Arbeitstiefe, 20, 20 und so weiter. Und mir dann hier entsprechend Striche rauf mache. Schauen wir mal. So, dann müssen wir jetzt erstmal unseren Hydraulik-Sperrschalter umlegen, dass wir mit der Hydraulik was machen können. Gehen wir die ganze Geschichte mal hinten an. So, Frontgewicht.
Hier kann man das jetzt sehen mit der Getriebenachführung. Ne? So, das ist jetzt die Arbeitsposition. Ich habe die Kabine schon gedreht. Diese Lampen hier, das sind so Lampen mit Magnet. Die muss ich dann natürlich noch abmachen vor der Arbeit, weil wenn ich die Klappe hier hoch mache, die rote Haube, haut die mir hier die Lichter kaputt. Genau, so sieht es aus, während ich dann arbeite. Genau, wir können ja einmal rumgehen. Ich habe eben gerade schon einmal Probe laufen lassen, aber für euch lassen wir das jetzt nochmal Probe laufen. Es ist aber schon auch ein Riesengerät, ne? Das ist natürlich geil, ne? Hier gibt es von Klaas, wenn man jetzt am Mais schieben ist in der Position, hier gibt es von Klaas Gewichtsplatten, die kann man hier auf die Aufnahmepunkte von der Kabine rauflegen, zum Beispiel. Oder man stellt sich hier ein Zelt drauf, wenn man übernachten will oder so. Schon echt cool. So. So sieht die ganze Nummer jetzt in Arbeitsposition aus. Genau. Ich habe mir hier die Walze auf den Joystick gelegt, also F1, F2 ist die Walze. Walze runter und Walze hoch. Machen wir mal hoch. Dann haben wir hier auf F3 und F4 den Oberlenker. Oberlenker rein, Oberlenker raus. Und hier hinten ist noch so eine Wippe und da habe ich hinten die Klappe drauf. Also Wippe nach oben ist die Klappe auf und Wippe nach unten ist die Klappe zu. Genau, so. Dann machen wir mal unser Isobus-Display an. Kann man das sehen? Ja, einigermaßen. Dann sehen wir jetzt hier unsere Getriebetemperatur, ne, von dem Eingangsgetriebe sind jetzt 27 Grad. Wir sehen die Zapfwelleneingangsdrehzahl und wir sehen die Rotodrehzahl. Genau, dann haben wir hier die Möglichkeit zwischen Celsius und Fahrenheit in der Temperatur umzuschalten. Wir können unseren Ölkühler ausschalten. Wir können Ölkühler auf Automatikmodus stellen oder halt den Ölkühler manuell anmachen. Und dann haben wir hier das, was die Maschine eigentlich ausmacht, die Umschaltung zwischen schneller und langsamer Rotordrehzahl. Anmachen muss man die Maschine immer mit langsamer Rotordrehzahl. Dann gibt man Vollgas, das heißt, der Rotor dreht dann mit 540 Umdrehungen. Und in dieser Phase beim Vollgas geben wird dann umgestellt auf Fast. Dann geht der Trecker einmal in die Knie und dann dreht der Rotor mit höherer Geschwindigkeit.
Genau. Ich würde sagen, wir machen das einmal. Zapfwelle an. So, ihr seht, Zapfwelleneingangsdrehzahl 400 Umdrehungen, Rotodrehzahl 190. So, dann geben wir jetzt Gas. Dass wir hier ungefähr bei der Drehzahl sind, also 1000 Eingangsdrehzahl, ungefähr 460 Umdrehungen. So. Und jetzt schalten wir um in die schnelle Gruppe. Fast. Und ihr seht, der Rotor dreht jetzt fast mit 1400 Umdrehungen, ne? Bei trotzdem 1000 Zapfwelleneingangsdrehzahl. Genau, und so arbeitet man dann, wenn man oberflächlich mulcht und im Boden dann in der Kleingruppe. Ja, jetzt habt ihr das mal gesehen. So sieht die ganze Nummer denn aus und so arbeitet man dann. Genau. So, die Zapfwelle, die steht jetzt schon, ne? Also die Zapfwelle dreht sich nicht weiter, aber der Rotor, der dreht noch eine ganze Zeit lang nach, ne? Sieht man ja auch. So, und wenn die Rotordrehzahl gleich so um den Bereich 400-500 ist, dann stellt man wieder in die langsame Gruppe, ne? Damit man dann für den Neustart wieder in der langsamen Gruppe anfängt. Wie gesagt, das ist ja dann halt ein Powershift-Getriebe. Das kann man dann auch unter Last umschalten. Ja. Kriechgang raus, nach hinten. Ach so, und jetzt können wir mal den Rotor umstellen. Slow. Jetzt haben wir wieder auf die kleine Gruppe umgeschaltet, ne? Und der gibt jetzt halt eine Warnung, weil er unter diesem Arbeitsbereich von 400 bis 500 Umdrehungen ist. Ja, genau. So, dann drehen wir die ganze Nummer mal um wieder. Wir fahren mal hier auf den Sandplatz, drehen die Kabine denn.
So. Bremse rein dazu. Dann einmal Kabine entriegeln hier hinten. Na. So, Kabine hoch. Und Kabine drehen. So, und jetzt umgekehrt, Kabine wieder runter. Und Kabine wieder verriegeln. Zack, that's it. Ihr seht ja auch, die Fräse hat ausgedreht. Wir sind in einer kleinen Gruppe. Ja, genau. Das ist die ganze Geschichte. Moin Leute. Heute ist Dienstag, der 25.07. um 5.50 Uhr. Und ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Hof. Ja, habe heute meinen allerersten Auftrag. Mitten in Hamburg. Ich muss um 7 da sein. Ja, jetzt packe ich noch ein paar Kleinigkeiten zusammen, also Werkzeug und so weiter. Ein paar Ersatzmeißel noch und dann mache ich mich gleich mal auf den Weg. Ich habe schon mal die Sachen rausgelegt, die müssen wir uns noch einladen. Ja, einmal noch ein paar Ersatzmeißel, Drehmomentschlüssel. Dann haben wir hier noch ein großen Knarrenkasten, ja, bis Größe 50 und ja, dann hier noch ein Werkzeugkoffer. So, um das da reinzubekommen, musste ich jetzt einmal die Unterlichtkeile rausnehmen. Brauchst du sowieso keiner. So, Klappe zu. Gott. Denn kommen wir starten und ein bisschen warm laufen lassen. Warum geht meine Beleuchtung nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ehrlich. Da ging doch alles. Warum geht das nicht? Der geht. Der geht nur, wenn das Licht aus ist. Was ist das denn? Komisch. Naja, wir fahren ja sowieso ohne Licht. Leute, die Straßen in Hamburg sind eine Katastrophe. Also ohne Witz, der schaukelt sich sowas von auf mit den ganzen Huckeln und Senken hier. Das geht ja gar nicht. Also das ist echt krass, wie der wirkt. Merkt man ja jetzt schon wieder. Hop, hop, hop. Hop, hop. Alter, ich kann hier echt nur 36, 37 fahren. Schneller geht nicht. Das geht nicht. Oh, Leute, 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 Leute. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber das liegt halt auch an den Straßen. Es ist halt alles kaputt. Überall Löcher und... Weil ich hier rechts fahre mit den ganzen Gullis da. Ja, das ist eine Katastrophe, ist das. Eine Katastrophe, ehrlich. Leute, die nur Auto fahren, können das nicht nachvollziehen, das weiß ich. Aber das geht gar nicht hier. Naja. Auf jeden Fall saueng. Und schauen wir mal, was wird. Was wird.
Moin! Ja, ein Tag später. Ich bin hier mal eben auf dem Abend um 7:45 dabei, hier mal ein bisschen sauber zu machen. Ich hatte heute dazu keine Zeit tagsüber. Und ja, ihr seht, das ganze rote Gehäuse ist noch voll mit Erde. Ja. Und das ist ja wie Beton, wenn das trocken wird. Und deswegen kratze ich das jetzt einmal alles ein bisschen raus. So sieht die ganze Nummer jetzt aus. Ich habe gestern mal jeden einzelnen Meißel mit der Drahtbürste sauber gemacht. Um ja einmal den Verschleiß jetzt zu sehen und die Schäden halt. Ne? Ein Meißel ist abgebrochen. Hier, da kommt er. Hier sieht man, der ist abgebrochen. Der muss auf jeden Fall ersetzt werden. Na? Und bei zwei Meißeln ist die Spitze ausgeplatzt. Einmal der hier. Na, sieht man ja, ist die Spitze weg. Und dann war hier noch einer. Genau, der, der jetzt kommt. Genau, und da wurde mir gesagt, das hängt halt damit zusammen, wenn man Stahl trifft, weil diese Spitzen sind ja Wolfram-Karbid beschichtet, also aufgepanzert. Und wenn man Stahl trifft, Stahl auf Stahl, das können die nicht ab und dann platzen die aus. Genau, also das hier ist wirklich ein Schaden davon, wenn man auf Metall trifft. Und wie gesagt, deswegen ist Metall für die Maschine auch tödlich, weil die meisten sind jetzt nicht gerade billig. Ich muss jetzt einmal den kaputten Meißel tauschen und alle jetzt noch einmal nachziehen. Und da steht hier auf den Triggern drauf, sieht man das, 470 Newtonmeter. Genau, und damit ich bei den ganzen Meißeln den Überblick behalte, habe ich mir jetzt hier von zu Hause blaue Kreide mitgebracht, oh Gott, mit der ich auf jeden festgezogenen hier einmal irgendwie ein Kreuz drauf mache, damit ich weiß, wo ich schon war. Und Kreide deswegen, weil das natürlich leicht wieder abgeht. Bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier mit einem Permanentmarker drauf mal. Und beim nächsten Mal, wenn ich die Meißel nachziehen will, sind die Markierung vom Mal davor immer noch drauf. Deswegen Kreide, genau. Der Drehmomentschlüssel, den kann man hier einstellen, ne? Fängt bei 110 Newtonmeter an, dazu zieht man hier einmal raus. Und dreht dann den Griff so lange, bis man hier bei 470 Newtonmeter ist. 470 Newtonmeter sind eingestellt. Und jetzt knacken wir die Dinger mal durch. Ich habe jetzt keine Zeit, deswegen Trecker wieder weggestellt. Mit mal eine riesige Öllache da, wo der Trecker stand. Jetzt sehe ich hier unter dem Trecker. Perfekt, Alter. So, die Fräse habe ich eben schon mal wieder abgebaut, weil der Schlepper dann ja jetzt irgendwann wieder in die Werkstatt geht. Ja, die vermuten, dass die Zylinder undicht sind. Das heißt, entweder werden die kriegen die neue Dichtungspakete oder werden ausgetauscht. Da muss hier noch was ausgebuchst werden. Ja, und jetzt bin ich gerade am gucken, wo da denn jetzt das Öl rausläuft. Ja, und was ich auch sagen muss, meine Antenne ist auch schon schön verbogen von den scheiß Ästen, die auf dieser Höhe hängen. Aber ja, weiß ich nicht, ob das funktioniert, wenn man die hier rauf macht, hier hoch. Auch irgendwie blöd, ne? Oder man muss sich das noch so weit ausbauen, dass man das nach hinten klappen kann. Naja, so, auf jeden Fall bin ich jetzt gerade noch am Sand und Erde und Dreck auspusten. Ziehen wir mal Handschuhe an. Dafür habe ich hier zwei Bleche abgeschraubt, um von oben zu gucken, welcher Hydraulikschacht da unten ist. Und da habe ich was gefunden. Wo waren das jetzt noch? Ach, da! Sieht man das Ding da? Tada! Ich habe mit dem Schlepper scheinbar noch ein Schlitzschraubenzieher dazu gekauft. Tja,
Da hat wohl jemand mal sein Werkzeug vergessen. Das ist hier übrigens die Gelenkwelle, die nach hinten läuft zur Zapfwelle. Also das ist hier die Gelenkwelle nur für Zapfwelle, ne? Ganze Nummer. So, und der Hydraulikschlauch da, der, den ihr da glänzen seht, der scheint undicht zu sein. Und das ist auch ein, der Hydraulikschlauch für den Hubzylinder rechts, so wie ich das gesehen habe. Dann, weil das ja jetzt die letzte Zeit immer so fleißig geregnet hat, musste ich leider feststellen, dass meine Arbeitsscheinwerfer so gut wie allesamt undicht sind. Hier hinten tatsächlich noch gar nicht, weil die hier unter so einem Dachüberstand sind. Aber vorne dafür ist eigentlich alles, was irgendwie leuchten kann, nass. Kann man hier ganz schön sehen. Das ist auch, allerdings auch erst seit gestern. Ganz schlimm sind die Arbeitsscheinwerfer hier. Die Scheinwerfer, die sind ganz, ganz, ganz schlimm. Da können wir mal einen aufmachen. Ich habe da neulich schon mal reingeguckt. Das sieht so schlimm aus, die kann man auch nicht mehr retten. Da braucht man neue. Hat nämlich auch einer neulich mal geschrieben gehabt. Ja, jetzt fehlt ja nur noch ein Umbau auf LED-Arbeitsscheinwerfer. Ja. Ist richtig. Habe ich auch Bock drauf. Ist ja auch notwendig, wie ihr seht, weil die sind allesamt undicht. Da steht das Wasser drin. Aber wenn man jetzt mal bei Agrar-LED oder so guckt, wenn dann tauscht man hier auch gleich alles. Also hinten und vorne. Da ist man bei 14 Arbeitsscheinwerfern und dann spart man über 1000 Euro. So viel dazu. Von daher, selbst wenn da Wasser drin steht, solange die Dinger funktionieren, müssen die da dranbleiben. Das hilft nichts. Es hilft nichts. Ich würde sagen, wir machen mal oben einen auf. Dann zeige ich euch das mal. Und dann will ich mal hier probieren, ob ich die irgendwie aufbekomme, um das hier mal rauszuwischen. Ich weiß auch nicht, warum Klaas da scheinbar früher so Probleme mit hatte, mit den Arbeitsscheinwerfern und mit der Dichtheit. Ich kann es euch nicht sagen. So, passt mal auf, was euch jetzt erwartet. Guckt euch das an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also bei aller Liebe, sowas habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Noch nie. Und die sehen alle so aus. Die sehen alle so aus. Leute, 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 ey. Muss man sich wundern, dass sie überhaupt noch leuchten, ne? Andere Leute hier in, was weiß ich, in Frankfurt oder in Berlin, die zahlen für so ein Pulver teuer Geld eigentlich, ne? So, und dann würde ich sagen, wir gucken da vorne nochmal rein, was da denn jetzt schon wieder los ist, ne? Muss ich auch nicht wundern, dass die es nicht mehr machen, ne? So, das sieht auch gleich schon ganz anders aus. Das sind übrigens Echtglasscheiben. Ja, so, jetzt kommen da die Böhmen wieder rein. Wie war denn das noch jetzt? So, festklammern, Deckel oben rauf, Ass rein, ab in den Träger damit. So, da glänzen die Augen wieder, naja, einigermaßen. Schauen wir mal, wie lange, ne? Ja, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Folgt mir auf Instagram, lukas_carsten. Dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Alles klar, bis denne, haut rein!